Jürgen Klopp ist die Freude anzusehen. Endlich darf er wieder ran. Seine 2-Spiel-Sperre in der Champions League ist abgesessen. Gegen Arsenal sitzt er wieder auf der Bank. Hautnah dabei, statt weit weg auf der Tribüne. Nach dem 2:1 Hinspielsieg setzt der BVB nun auf seine Heimstärke. Wenn wir unsere komplette Qualität auf den Platz bringen, ist das wirklich nicht einfach hier zu spielen. Wir empfinden es schon als Vorteil, zu Hause zu spielen. Mit einem erneuten Sieg könnte Dortmund fast schon für das Achtelfinale planen. Allerdings ist der BVB gewarnt. Klopp hat den 2:0-Sieg der Londoner bei den Bayern in der vergangenen Saison noch in bester Erinnerung. Ich habe nicht den Eindruck, dass Arsenal auswärts gefährlicher ist, sondern sie sind auch gefährlich. Das sind auch stark auswärts und dass jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Und das letzte Jahr, das Spiel, das gegen Bayern München, das habe ich gesehen. Und das war eng bis zum Schluss. Arsenal hätte in der Nachspielzeit auch noch ein Tor machen können, wenn sie nicht so viel faul gespielt hätten. Da waren sie ein bisschen nervös und haben ein paar Fehler gemacht. Das haben wir sogar bei uns in der Kabine noch besprochen, dieses Spiel. Dortmund gegen Arsenal. Das Spiel verspricht einiges. Tempo-Fußball, hohes Pressing, viele Torraumszenen. Für Marco Reus ein 50-50-Spiel. Es wird wieder ein sehr, sehr enges Spiel, sehr spannendes Spiel, wo es wieder darauf ankommt, dass wir gut in die Zweikämpfe reinkommen, dass wir den richtigen Biss an den Tag legen und vor allem den Willen haben, auch das Tor zu machen. Verzichten müssen die Dortmunder auf den verletzten Mats Hummels und dennoch herrscht große Zuversicht. Wir werden versuchen, unsere eigene Geschichte zu schreiben, sagte Jürgen Klopp.